Interessant, interessant. Sind Sie interessiert an dem Schiff? Wer sind Sie? Ich bin einer der Shuttle-Service von dem Boden zu unserem Handelsschiff dort oben. Allerdings hätte ich da ein kleines Problem. Mein Ballon hat nämlich einen Riss, da ich eben mit einem Vogel zusammengestoßen bin. Hätten Sie zufällig etwas zu flicken? Vielleicht ein wenig Leder? Schüler? Die nehmen uns dann aber mit auf das Luftschiff. Hier, das will ich dann natürlich kostenlos machen. Ich habe ein paar Sachen in den Satteltaschen gelassen. Vielleicht könntet ihr mir beim Tragen helfen. Lassen Sie mich kurz das Schiff reparieren. Mal hochklicken. Fass mal, wie es mir scheint, kann man nur als Person auf dieses Luftschiff gebracht werden. Wie transportieren wir die Ware? Ich habe bereits die meiste Ware in einem Sack hinter mir hergezogen. Ein paar der Waren befinden sich beim Schüler. Ja, ihr habt... Okay, aufgeteilt, alles klar. Wie lange wird diese Reparatur brauchen? Das ging schnell. Ich habe dort oben ein wenig festgeklebt. Das reicht hoffentlich, bis wir oben sind. Nur geklebt? Ich habe keine Lust abzustürzen. Wird schon nicht passieren. Los, steigen Sie ein. Wir wollen keine weitere Zeit verlieren. Bin mir nicht so sicher, ob das sicher ist. Interessante Konstruktion. Hoppla! Und da haben wir kurz Batsch. Hab's gemacht und weg war ich. Ups. So. Anna Bild. Anna Bild. Bild. Ja, Bild ist da. Was passiert? Ist alles okay? Irgendwie ist mir die Fahrt nicht so. Voll auf die Turbine. Das können Sie aber schön immer wieder sauber machen. Oh, ihr komisches Gerät bekommt mir nicht so. Ich muss da morgen. Aber willkommen, Sie haben es jetzt hier endlich geschafft. Qualität runterdreht, das ist ja heftig auf deinem Schiff. Eieieiei. Anna Bild? Ja? Gut, alles klar. So. Okay, dann zeigen Sie uns mal, wie es hier weitergeht. Ja, ich würde Sie einmal zu unserem Captain führen und schlagen Sie sich bitte nicht. Das hier ist ein friedliches Schiff. Kein Schlagschiff. Folgen Sie mir. Captain Phasma, nehmen Sie so gut wie alles auf. Wir brauchen diese Konstruktion für unseren Bauherrn. Mein Schüler ist mal wieder sehr stürmisch unterwegs. Ich hoffe, Sie können balancieren. Dort hinten habe ich leider die Treppe zugeparkt. Erst müssen wir mit einem geflickten Ballon fliegen und jetzt machen wir auch noch Drahtseilakt. Es war ein leichtes Nutzer der Macht. Das ist mir ebenfalls schon aufgefallen. Sie hätten uns sicherlich. Mein Schüler Captain Phasma hat nicht die Macht. Oh, hat's geschafft. Alle anwesend, weiter.
Wo ist mein Schüler? Hinter ihm, mein Lord. Ah. Wer war das? Ich dachte, es sind keine Waffen erlaubt. Nur in den internen Personen auf dem Schiff. So, kommen Sie hier zu unserem Schiff. Das soll seine Waffe runter. Jetzt kommen Sie rein. Ich heiße euch willkommen. Welche Gäste habt ihr mir da mitgebracht? Das waren drei Personen, die unten bei meinem Ballon vorbeikamen. Sie hatten mir geholfen, den Ballon zu reparieren, nachdem ein Vogel kaputt gebissen hat. Vögel überhaupt? Ah, neue Kundschaft. Und kümmere dich um den Ballon. Und jetzt los reparieren. Du weißt, wo du hin musst. Ich heiße Sie willkommen. Wie ist Ihr Name? Darth Sidious. Oh, ein seltener Name auf diesem Planeten. Ich will so ein einzigartiger. Kommen Sie nicht von hier? Bei weitem nicht. Ah, alles klar. Ich bin der Captain dieses Schiffes. Was ist denn die Anliegen Ihres Aufenthaltes hier? Wir wurden von Herrn Sky eingeladen, dieses Luftschiff zu besuchen. Ah, ist Ihnen der Name bekannt? Guter Schmuggler. Ja, das ist ein treuer Diener. Treuer Gehilfe. Na, Gehilfe? Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, ein guter Gehilfe. Ja, ich verkaufe hier sämtliche Sachen, beziehungsweise meine Top-Händler, die auf meinem Schiff sind. Natürlich, müssen Sie von mir erst das okay bekommen, dass Sie auch mit Ihnen handeln dürfen, weil dieses Schiff hat ein gewisses Ansehen bei uns in unserem Planeten. Kann dieses Schiff auch den Planeten verlassen? Nein, das ist nicht möglich. Ein Kraftfeld verhindert dies. Ein sowie aus, deswegen stürzen hier öfters Fremde ab. Schade. Hätten wir keine von dem Planet runter mit dem Ding. Alle abschlachten und selber fliege, so auf die Art. Leider auch, dass das nicht bekannt ist, aber wir wissen, dass es sie gibt. Wir haben sie noch nicht gefunden und auch keine Informationen darüber. Wir dachten, wir könnten vielleicht eigene Geschäfte hier schließen. Mit den Ressourcen vom Planeten. Das können wir gerne machen. Dazu würde ich gerne von einem kleinen Kredit, sage ich mal, von Ihnen bekommen. Sprich, jeder, der hier handeln muss, möchte mit uns und mit den Händlern, bezahlt sozusagen einen kleinen Obolus von 5 Goldtalern unserer Währung. Wenn man selber was verkaufen will. So wie auch. Ein- und auch Verkauf. Also rein für den Besuch? Nee, wenn Sie hier handeln möchten, sozusagen, müssen Sie 5 Dollar zahlen. Dafür haben Sie dann eine sogenannte Handelslizenz. Dollar? Was ist Dollar? Nein, die Goldcoins. Sie kennen sie bestimmt. Sky hat zum Beispiel mit Ihnen bestimmt schon darüber geredet oder gar nicht. Die Ragnarok-Taler. Richtig. Wie viele Bezeichnungen haben diese Teile überhaupt? Kommt darauf an, in welcher Gegend sie sind und auch bei welchem Händler. Wer ist das jetzt? Das war ich mal sein eigenes. Nur eine tägliche Patrouille. Ein einfacher Bewachter. Eine tägliche Patrouille. Brauche keine Angst. Stecken Sie ruhig die Waffe weg. Soll er auch seine Waffe wegstecken? Waffe weg. Sind hier in einem Handel, beziehungsweise einer Diskussion. Bitte verschwinden Sie aus den Gemächern. Ich bin nur auf der tägliche Patrouille. Entschuldigen Sie, das könnte etwas passieren, dass unsere Patrouille hier unterwegs ist. Jawohl, mein Lord. An Ihnen kommt keiner mehr vorbei. Mein Schüler. Ah, entschuldigen Sie bitte diese Unannehmlichkeiten. Wir sind Siths. Wenn wir Gespräche führen, magen wir keine Spitzel. Ja, das war auch nicht geplant. Normalerweise ist die Tür verschlossen. Gut, wo möchten Sie diese Ragnarok-Taler denn deponiert haben? Wenn es geht, hier in dieser schönen Kiste, die hier neben Ihnen steht. Wow, was ist denn das für ein Menü?
Hilfe! Ich krieg hier ein Admin-Menü. Ich glaube, das soll so nett sein. Oh, okay. Dann geben Sie mir die 5 Taler einfach auf den Tisch, wenn das für Sie okay ist. Diese hüpfen aber sehr gerne weg. Aufpassen und fangen. Und ich würde Sie gerne bitten, von dem Tisch herunterzugehen. Dankeschön. Haben Sie sie? Ich sehe sie. Alles klar, ich habe sie. Gut. Okay, damit ist Ihnen hier die Handelslizenz freigegeben. Ich sage meinen Leuten Bescheid und dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt auf meinem Schiff. Bekomme ich diese Lizenz schriftlich? Dieses mündlich. Jeder, wir merken uns die Gesichter unserer Kunden. Sie werden noch eine schriftliche Lizenz von Sky dazu, später dazu bekommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Entschuldigen Sie, das ist sozusagen einer meiner Pleiter mit diesen lila und pinken Haaren. Er ist ein bisschen speziell, aber er wird Sie sozusagen durch das Schiff führen und natürlich auch den Händlern Bescheid sagen, dass Sie eine Lizenz besitzen. Ich interessiere mich für das Luftschiff noch. Mit welcher Energie wird es angetrieben? Dies ist eine spezielle Energie, die wir so jetzt auf ein hausgeheimes Rezept, sag ich mal, zuführen. Was macht hier so, mein Schüler? Ich weiß es nicht. Captain Phasma, immer hinter uns bleiben. Wir folgen Ihnen. Fangen wir mal an mit der Tour. Also, auf der linken Seite sehen Sie unseren, ja, Kampfanzughändler. Der ist leider heute, der ist auf Dauerurlaub. Kampfanzug. Auf der rechten Seite. Nicht anfassen. Ja, die sind ein bisschen gefährlich. Das mögen die nicht. Auf der rechten Seite Friseur. Wir haben einen sehr kreativen Kopffriseur. Guten Tag. Haben Sie eine Handelslizenz? Die wurde mir mündlich übertragen. Der Schiffsführer war im Beisein dieser Lizenz. Ja, kann ich bestätigen. Sie dürfen Ihnen die Haare schneiden. Ich bin der Schiffsfriseur. Kann ich Ihnen behilflich sein? Eine Frisur kostet einen Taler. Ich möchte eine Frisur eines Imperators würdig. Wie hätten Sie denn gern die Haare? Ab! Was möchten Sie für eine Frisur haben? Werter Kunde. Ich blätter bereits durch das Buch. Ich würde dann gleich auch gerne noch etwas. Ja, soll ich ihn vielleicht mit dem Bart beseitigen? Danke sehr. Wo deponiere ich diesen Taler? Soll ich Ihnen den Bart beseitigen? Doch, haben Sie doch schon. Nein, habe ich noch nicht. Ich fragte Sie ja. Ja, dann, dann nochmal stutzen. Dann halten Sie mal still. Captain Fassmann, möchten Sie auch? Nein, mein Lord, ich bin mit meiner Frisur zufrieden. Kylo? Ich bin Bart komplett.
Dann setz dich schon mal. Ich bezahle es. Herr Barbier, sind Sie bald fertig? Sehe sie nicht. Und fertig. Captain Phasma, was ist mit Ihrer Rüstung passiert? So, Sie sind der Nächste? Ja, ich hätte gerne meinen Bart bekommen. Dann schauen wir uns das mal an. Der ist ein bisschen härter. Sekunde. Wollen wir dann schon mit der Tour fortfahren? Das könnte hier etwas dauern. Ein Schüler, du kommst hier alleine klar? Ja. Da müssten drastische Geschütze ran. Ich hätte hier noch. So, schön still halten. Können wir uns hier entfernen? Diese Maschine, die er jetzt benutzt, ist zu laut. Ja, ich komme kurz mit. Ich hätte hier noch die Bestätigung, dass Sie hier auf dem Schiff freien Handel treiben können. Ja, solange uns der Schiff... Ja. Dann haben Sie es auch bei allen Händlern bestätigt. Müssen Sie manchmal vielleicht... Danke sehr. Wir können weiter. Helft mir's. Gut. Hier auf der linken Seite finden Sie unseren Tierhändler. Der macht wohl gerade eine Pause. Er verkauft auch passable Sättel. Er befindet sich also auf dem Schiff. Ja, der macht immer Pausen und den findet man dann. Was ist mit meinem Geld? Sie haben nicht bezahlt. Doch. Klären wir gleich. Wir machen hier gerade eine Tour. In Ihrem Mörser. Hier haben wir unseren Flugmaschinenhändler. Der ist mit den Haaren. Diese die Leute hier. Ja, sind doch hier mit einem Ballon angekommen. Hat er noch andere Flugmaschinen? Oh, das ist immer so eine saisonale Sache, was auch mal der geliefert kriegt. Wo ist der? Machen zurzeit wohl alle Pause. Echt um eine super Uhrzeit aufs Schiff gekommen. Okay, können wir weiter. Sie machen entweder eine Pause oder ja, sind auf Dauerurlaub. Das ist doch die Kreatur, mit der Herr Sky immer schon ein paar Mal bei uns war. Richtig, dieses ganz schmale Tier. Aber das hier... Ich wusste nicht, dass es Tiere mit Pelz gibt. Ich habe es geschafft! Was ist jetzt los? Ich weiß es nicht. Schiffsführer? Ach, das wird wieder der Waffenhändler sein. Der probiert gerne seine Ware aus. Ja, dann gehen wir uns mal auf die Unterdeck umsehen. Unterdeck. Ja, wie nennen Sie es denn? Ich habe nicht gerechnet, dass es noch mehr gibt. So, hier haben wir unseren Informationshändler. Der verkauft Ihnen so ein paar Bücher. Das ist so ein typischer Bücherwurm. Der macht auch Pause. Also von dem können Sie alles erfahren, wo sich... Personen befinden, wie man bestimmte Tiere sich verhält mit denen. Hochinteressant. Kann man eigentlich überall verkaufen? Oder gibt es bestimmte Händler, die nur bestimmte Sachen nehmen? Meister? Ein Droide? Es kommt sehr darauf an, was man verkaufen möchte. Ach so. Also,
Hier auf der rechten Seite, das sind die Ressourcen, also die ja, Tal, Öl, sowas in diese Richtung. Könnten sie eigentlich alles an Rohressourcen. Aber kein Stand brauchen. Ist besetzt. Ja, wir haben wohl gerade Mittagspause. Die sind dann wahrscheinlich in der Kantine. Gibt noch eine Kantine? So, hier links, das ist unser normaler Rüstungshändler. Hier haben sie auch. Da sind die Sturmtruppler-Rüstungen. Ja, das ist was ganz Neues. Das haben wir erst vor kurzem reinbekommen. Woher genau das kommt, das müssten sie den schon selber fragen. Schiff Armor. Das sind so ein paar neue Sachen, die haben wir erst vor kurzem reinbekommen. Ja, jetzt geh endlich, du Sau! So, hier haben wir den Künstler- und Pflanzenbedarf, also für die eher kreativen Menschen. Ein paar Pflanzensamen, Dünger. Captain Phasma? Ja, Leimwände. Guten Tag. Ja, und natürlich. Hier das Pflanzen könnte Sie interessieren. Schauen Sie mal, brauchen wir hiervon was? Unsere Pflanzen wachsen ja eigentlich recht gut, jedoch, wenn hier besserer Dünger verkauft wird. Oh, hallo. Der erste Händler, der an seinem Platz ist. Hier, ich bin für Farben und Künstler. Wie Sie hier sehen, mache ich super tolle Kunst. Oder gefällt Ihnen so etwas nicht? Sieht doch sehr toll aus. Wie nennen Sie dieses Kunstwerk? Ich nenne es Dino aus dem Ei. Auf Sie werden wir zurückkommen. Okay. Das klingt gut. Wo ist der Schiffsführer? Ah. Mein Lord, so, der Rüstungshändler scheint anwesend zu sein. Herr Schiffsführer, wir müssen nochmal zurück. Ich bin wohl gerade aus der Pause gekommen. Haben hier etwa Kundschaft oder was? Guten Tag. Ich komme gleich schon noch vorbei. Kann ich für Sie behilflich sein? Da haben Sie eine. Sehr viele Rüstung. Stabilere Rüstung als meine Captain Phasma. Besser verarbeitet. Wir haben auch Rüstung zum Verkaufen mitgebracht. Da muss ich kurz nachsehen. Mein Lord, ich habe die erbeutete Rebellenrüstung mitgebracht. Vielleicht können wir sie hier gegen bessere Rüstung tauschen. Gut, dann handeln Sie mal damit. Sie kennen den Zustand der Rüstungen. Das ist ein Modschatten X. Ich müsste kurz ins Lager gehen für die Rüstung. Wie lange vielleicht dauert das? Ein, zwei, vielleicht auch fünf. Schauen Sie sich erstmal unsere Ware an, bevor Sie wieder wegflitzen. Ich leg sie Ihnen hier in den Schrank. Ihr wollt mit Waffen tauschen, nicht mit Coins? Keine Waffen, Rüstungen. Ich hab ihn fast mal lagert bereits.